Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Hearts Medicine. Wir machen weiter mit der nächsten Herausforderung. Die Situation verschlechtert sich. Heile viele Patienten, um deine Punktzahl so hoch wie möglich zu halten. Okay. So, wie viel haben wir als Start? 110 haben wir. Okay. Gut, gut. So, das hier mal eben auffüllen, so gut es geht. Du setzt dich hier hin, du kommst dahin. Ich komme zu dir. Und hier muss ich die richtigen Testergebnisse finden. Genau. Dann komme ich zu dir. Dich schicke ich schon mal dahin. Bei dir machen wir den Allergietest. So. Und du bist allergisch gegen Bäume. Okay, das hier ist für dich, meine Liebe. Da haben wir schon mal die goldenen Herzen. Das ist super. Das hier kann ich... Ach nee, Quatsch. Nein, ich wollte das... Nein, ich wollte das gar nicht. Ich wollte das auffüllen, aber es war schon da. Zum Glück. So, du bekommst einmal das. Bitte sehr. So, dann hast du auch deine goldenen Herzen. Da kommen schon wieder zwei. Du gehst hier hin, du gehst dahin. Dann behandle ich erstmal dich mit dem Wattestäbchen. Oh, da muss ich gleich auf jeden Fall auffüllen. Darf ich nicht vergessen. So, du bist da fertig. Das sind die richtigen Testergebnisse. Okay. So, dann kassieren wir mal eben schnell hier oben. Ja, ja, verabschiedet euch, verabschiedet euch. So, dann machen wir das hier. Dann gehst du hier hin, dann gehst du dahin. Was müssen wir machen? Ich muss das machen. Vielleicht für dich auch noch. Ja, für dich auch noch. Gehen aber erst da oben hin. Achso, ach ja, natürlich, das ist ja auffüllen. Oh, das sieht immer so, das sieht dann so gleich aus und dann bin ich so verwirrt. Aber eigentlich weiß ich es doch mittlerweile so und so und so und so. Tja, hat funktioniert. Ja, doch, jetzt läuft es immer besser, muss man ja sagen, mit diesem blöden Minispiel. So, was möchtest du? Du möchtest einen Allergietest. Okay. So, allergisch gegen Bäume, Gräser und Nüsse. Okay. So, dann gehst du nach oben. Wollen wir denn schon kassieren? Ach nee, wir können jetzt noch warten. 115 brauchen wir sicher. Ja, das sollte doch kein Problem sein. Du setzt dich hin, dann kümmere ich mich erstmal um dich. Und dann bringe ich dir eben kurz die Einsätze vorbei. Dann gebe ich dir eine Spritze. Dann setzt du dich hier hin. Und dann muss ich auf jeden Fall abkassieren. So. So, bei dir muss ich richtige Testergebnisse finden. Drei Diamanten haben wir. Da, da, da und da. Supi, und du setzt dich hier unten hin. So, was kann ich für euch tun? Einmal Wattestäbchen für dich und bei dir den Allergietest. Ach nee, wir hatten doch noch nicht die 115 sicher, ne? Dachte ich jetzt gerade so. Allergisch gegen Nüsse, Katzen, Bäume und Milch. Laktoseintolerant? Wahrscheinlich. So, dann kommst du hier hin. Jetzt haben wir die drei Diamanten. Ach, sehr schön. Müssen aber trotzdem noch weitermachen. Wow, und wir haben erst die Hälfte des Tages, ne? Krass, hätte ich nicht gedacht. Läuft ja ganz gut hier bei den schnellen Prüfungen. So, ein Allergietest. Und du bist allergisch gegen Spinnen oder Käfer? Keine Ahnung. Ja, gut. Gut, gut. So, was ist mit dir? Du kommst hier unten hin. Das hier könnte ich mal wieder auffüllen, wobei gerade relativ wenig Leute das haben möchten. Aber ist ja auch okay. So, können wir das hier nochmal auffüllen. Aber das verschwindet relativ schnell, glaube ich, ne? Wie gesagt, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. So, das ist für dich. Und dann können wir rein theoretisch abkassieren, genau. Wie schön sie dann ja immer noch winkt, ne? So, das ist für dich. Das können wir kurz auffüllen. So, da müssen wir suchen und du bekommst dann das hier zum Befüllen. Nummer 1 und... Moment. 2. Ja! Juhu! So und so und so und so. Ja! Sehr schön. So, auch goldene Herzen. Das freut mich. Du kommst hier unten hin. Du kommst hier hin. Ich glaube, ich behandle erst dich, oder? Ich bin jetzt gerade näher dran. Genau, da und da und da. So, und dann komme ich zu dir und wir machen einen Allergietest. Und der nette Herr Neil Perry ist allergisch gegen Bäume, Gräser und Katzen. Okay, du kommst dahin. Dann kann ich irgendwas machen? Ja, ich kann erstmal dich bedienen, das geht gerade schneller. Dann ist die Pinzette für dich. Und dann muss ich hier oben abkassieren. So, du setzt dich da unten hin. Wow, wie viele Punkte wir einfach haben. So gut, das freut mich. So, du kommst da unten hin, du bist jetzt auch fertig, gehst nach oben. Und was möchtest du, mein Lieber? Du möchtest deine Testergebnisse und das, das und das. Jo. So, da kommt noch jemand. Du setzt dich unten hin. Und bekommst auch den Allergietest. So, Kevin Klein ist allergisch gegen Nüsse und Bäume. Gut. Abkassieren. Und das war's für Herausforderung Nummer 8. Jo, weitermachen. Ich möchte ja wissen, wie es jetzt weitergeht mit der Organspende. Level 16. Sammle alle Nachrichten. Angriff der Monsterdrohnen? Ich dachte mir, dass du etwas Aufmunterung gebrauchen könntest. Wenn du heute Abend lieber etwas anderes machen willst, ist das auch okay. Ich könnte ja etwas für uns kochen.
obwohl sich die Kochkünste des Conor McCoys sehr verführerisch anhören. Kann ich mir doch unmöglich den Angriff der Monsterdrohnen entgehen lassen. Ich hole dich um 20 Uhr zu Hause ab. Okay, die Monsterdrohnen. So, was kaufen wir? Ich würde sagen, das hier, ne? Dank dieses neuen Atomiums verlieren die Patienten am Tresen langsam ihre Herzen. Das ist supi. So, auffüllen wie immer und alle Nachrichten sammeln. Achso, dann kommt die kleine Monster-Dingens hier reingefahren, oder wie? Was ist das denn? Achso, hier. Das ist, glaube ich, das erste Mal oder so, dass wir das nutzen. Kann es sein? Dann kommst du dahin, genau. Du kannst hier hin, dann können wir das auffüllen, dann komme ich zu dir. Du bekommst dann gleich das hier, bitteschön. Okay, dann kommst du hier hin. Das kann ich gleich auffüllen. Spritze und... Spritze und... Wattestäbchen. So, dann gehen wir erstmal hier hin, füllen das auf, dann machen wir das hier in einem Abwasch. Oh, Allison, das dauert aber, ne, bis du da fertig bist und die Nachricht gelesen hast und wir erfahren nicht mal, was da steht. Ach, schade. So, kümmere ich mich um dich und dann um dich. Schade, sie hat keine goldenen Herzen. Das sind einmal die positiven Tests. Dann kommen wir zu dir. Du setzt dich hier hin. So, dann gehst du hier hin. Dann machen wir bei dir den Allergietest. Casey O'Reilly, lese ich das richtig, ist allergisch, ach so, gegen Fisch und gegen Nüsse. So, dann muss ich aber mal eben kurz da oben kassieren. Du gehst dahin. Sehr schön, dann bekommst du das. Und dann müssen wir das hier machen. Oliver, da bist du. Na, komm schon, das dauert so lange. Haben wir aber noch geschafft. Sehr schön, dann bekommst du auch noch das hier. Ich hoffe, das kriegen wir auch noch hin. Na, komm, ich möchte meine goldenen Herzen. Da kommt die nächste Nachricht. Du gehst hier hin, wir lesen erstmal die Nachricht. Ach, du musst, ach Gott, du musst auch noch dahin. Wie krass ist das denn? So und so. So, zweite Nachricht haben wir, das ist gut. Also, zack, zack, zack und zack. Ja, manchmal ist es halt echt einfach, ne? Und manchmal auch nicht so. Aber gut, so, schnelle Behandlung. Hier mal eben die zwei anderen Zellen suchen. So, da ist Zelle Nummer 1. Juhu, geschafft, du gehst hier hin. Und dann bekommst du das hier. Da haben wir nur goldene Herzen, das ist schön. Yay! Sollen wir schon abkassieren? Ach nee, komm, wir warten noch. Wir warten noch und dann kann ich in der Zwischenzeit das hier mal eben auffüllen. Warum kommt jetzt niemand mehr? So, du setzt dich hier unten hin. Und da kommt die nächste Nachricht. Ich kümmere mich aber erstmal um dich. Was? Ach so. Ach, das, ah, das zieht sie vor. Okay. Das wusste ich nicht. Gut, wissen wir da auch Bescheid. Allison, was machst du? Was machst du? Wir machen jetzt erstmal hier den Allergietest. So, allergisch gegen Katzen und Bäume. Okay. Das wusste ich nicht, dass das dann höhere Priorität hat. Aber gut, wissen wir Bescheid. Passt das noch? Schnelle Behandlung? Nein, passt leider nicht mehr. Gut. So, ihr da oben seid schon zu 5, glaube ich. Ja, ich muss mich aber jetzt erstmal hier um dich ein bisschen kümmern. So, ach, du bist schon fertig. Okay, du gehst hier hin. So, da kommt die nächste Nachricht. Ja gut, wir kümmern uns aber erstmal um ihn. Dann machen wir das hier, schicken dich hier hin. So, 117 Punkte, alles klar. Das hier brauchen wir. Und es war die vorletzte Nachricht. Okay. So, das ist für dich. Dann komme ich zu dir. Dann schicke ich dich dahin und dich dahin. Die wollen ganz schön viele Behandlungen hintereinander, ne? Habe ich so das Gefühl, das ist hier echt, echt nicht wenig. So, das haben wir geschafft. Und du bekommst einmal die Spritze. Und du bekommst einmal Skalpell und Handschuhe. Achso, du musst auch noch hier hin. Boah, ich sag's ja. Echt, so viele Behandlungen hintereinander. Dann bekommst du einmal Schere und Handschuhe. Und dann müsst ihr jetzt gleich hoffentlich mal die nächste Nachricht eintrudeln. Das finde ich ganz gut. Hier kann ich ja mal eben alles vorbereiten, je nachdem, was sie möchte. Sie möchte das und da kommt auch schon die Nachricht. So, ich gebe dir aber erstmal das hier. Sehr schön, dann gehen wir da oben hin. Dann schicke ich dich hier unten hin. Und du kommst dahin, dann komme ich zu dir. Und dann komme ich zu dir und muss die richtigen Testergebnisse finden. Da und da und da. So, alle haben goldene Herzen, abkassieren und dann erreichen wir hoffentlich 155 Punkte. Ja, geschafft. So, alles mal eben kurz vorbereiten. Schichtende, er ist der Letzte und er möchte direkt das hier vorne. Das ist doch super. Achso, habe ich schon. Achso, hab ich gar nicht gesehen. Gut. Juhu, geschafft. Weiter. Allison. Victor ist gerade mit einigen Praktikanten unterwegs hierhin und er will selbst nach den fehlenden Akten suchen. Vielleicht sollten wir die Akten einfach verbrennen. Nein, das geht nicht. Zum einen würde das die Sprinkleranlage auslösen, aber... Was noch viel wichtiger ist, diese Akte enthält nicht nur mein Vergehen. Ich werde Connor kurz eine Nachricht schicken, dass ich unser Date heute Abend verschieben muss.
Oh nein. Tut mir leid, Connor, aber ich muss länger arbeiten. Ich komme etwas später. Können wir uns nach dem Abendessen treffen? Workaholic. Okay, bis dann. Sie sind nicht hier. Das sehe ich auch. Dann finde sie, du Dummkopf. Wir müssen sicherstellen, dass uns niemand dabei beobachtet, wie wir ein neues Versteck für diese Akten suchen. Tippe zum Verstecken auf die Pflanzen? Oh Gott, Leute, nein, mach das nicht. Versteck dich im Schrank. Oh nein. Der Connor wird die da rauskommen sehen. Nee, doch nicht. Oh Gott sei Dank. Versteck dich hinter den Pflanzen. Oh Mann. Oh Mann. Versteck dich in der Besenkammer. Oh nein, Leute, nein! Die bewegen sich kein bisschen. Dann stecken wir hier wohl fest? Jemand kommt! Ich habe die Akte versteckt, aber was sagen wir denn jetzt bloß? Unsere Anwesenheit ist sehr verdächtig. Augen zu und durch. Nein! Zur Hölle. Oh, Allison, das geht nicht. Habe immer maximal einen Artikel auf deinem Tablet. Oh, was? Wie jetzt die ganze Zeit mit einem Artikel rumlaufen? Oh mein Gott. Connor, bitte. Ich weiß ja auch, dass das schwer zu glauben ist. Allison, erspar mir die Ausreden. Selbst wenn du auf wundersame Weise erklären könntest, warum du ihn geküsst hast. Bleibt es dabei, dass du ihn jetzt zweimal geküsst hast. So etwas passiert nicht, wenn man kein Interesse an einem Typen hat. Connor, bitte. Es ist aus, Allison. Vergiss nicht, dir ein Gläschen vom Wein zu gönnen. Er war sehr teuer. Es tut mir leid. Ach, Liebes. Du hast aber auch einfach kein Glück. Ich habe ja immer noch dich. Und darüber hinaus hätte ich beinahe für ein paar Sekunden die ganze Sache mit meiner Mutter vergessen. So viel dazu. Und du lächelst trotzdem noch. Du bist eine bewundernswerte Frau, weißt du das? Nach der Arbeit gehen wir zu mir und gönnen uns etwas Leckeres. Abgemacht. Oh Mann. Oh Mann. Und wie locker sie das nimmt. Also echt jetzt. Oh Gott, der arme Connor, ne? Habe immer maximal einen Artikel, Moment. Kann ich das jetzt einfach so, ist das so gemeint, die ganze Zeit irgendwie was auf dem Tablett haben? Sehe ich das recht? Ach! Nee, Moment. Moment. Habe immer maximal... Habe immer... Ja, ja, ich will das nochmal machen. Habe immer maximal einen Artikel. Ja, aber ich hatte jetzt sogar zwei. Oder habe nur ein. Ach, Max. Ah.
Ja, jetzt kapiere ich das. Maximal einen. Ah, okay. Gut, kapiert. Kapiert, kapiert. Ist das hier überhaupt für dich? Ich will es hoffen. Okay, also, im Endeffekt, ja, immer nur ein Artikel. So, du gehst dahin. Das hier zählt aber als eins, oder? Okay. Wow, das wird eine schwierige Prüfung. Definitiv wird das eine schwierige Prüfung. Nach einer schwierigen Situation folgt eine schwierige Prüfung. Das ist ja krass. Das ist ja echt krass. Da muss ich da erst die Handschuhe hinbringen und dann... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja gut, setz dich da hin. Dann bekommst du direkt das hier. Ja, okay. Ach ja, ziehen darf ich nicht vergessen. Also, dann einmal das. Dann schicke ich dich hier hin. Ja, aber... Ach, ach, ich hätte das... Ja, Leute, ich starte das jetzt nochmal neu. Ich hätte die Pinzette nicht nehmen müssen bei der Einbehandlung. Stimmt, das hier ist... Ja, alles klar. Gut. Ja, ja, mein Gott. Meine Güte. Das hat mich jetzt so geschockt, die Sache da mit Connor und Daniel. Echt jetzt, das hat mich so geschockt, dass ich jetzt hier erstmal klarkommen muss. Okay, also nur einen Artikel auf dem Tablett und hier unten brauche ich nicht die Pinzette. Das bedeutet, genau, dich schicke ich nämlich jetzt hier hin und das nehme ich dann zusammen. Alles klar. Du kommst hier hin. So, dann bringe ich dir die Pinzette. Dann füllen wir das hier auf und dann sollte das doch jetzt hoffentlich einigermaßen gut laufen, ne? Und ich kann doch auch, wenn ich das richtig gelesen habe, ich hoffe, das passt hier bei dir noch, kann ich doch auch irgendwas mit diesem Atomium da machen, ne? Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Jetzt suchen wir erstmal hier deine Parasiten, zwei Stück, deine veränderten Zellen. So, jetzt läuft es doch hoffentlich wieder. Du hast jetzt leider keine goldenen Herzen, das ist schade. Hallo Oliver, schön, dass du direkt hier auftauchst. Ich fülle da mal kurz auf, schicke dich eben hier hin und dann warten wir aber kurz ab, was du möchtest, nämlich das hier. Ich hoffe, das passt noch in der Zeit, dass du da eine schnelle Behandlung bekommst. Ja, nein. Ja, so gerade eben, ne? Dann gehst du dahin, dann schicke ich dich dahin. So, hier muss ich befüllen. Zack, zack, zack und zack. Also ich denke, die 165 Punkte sind nicht so das Problem. Ich denke eher, das Problem wird dann wirklich das Level hier zu schaffen, beziehungsweise die Aufgabe zu schaffen. Nicht, dass ich mich da gleich irgendwie vertue. Mal wieder so Katzen und Gräser. Jo, das war richtig. Dann würde ich sagen, kann ich jetzt schon mal abkassieren. So, dann kommst du hier hin. So, 68 Punkte. Okay, dann bekommst du das hier. Ja, das schaffen wir noch in der Zeit. So, dann setzt du dich hier hin. Was brauchst du dann? Du brauchst dann einfach nur eine Behandlung von mir, oder was war das? Ja, genau. Du gehst hier hin, du bist jetzt schon fertig, hast goldene Herzen. Ach, super. Dann bekommst du einmal das hier unten. Ja, maximal ein Artikel. Doch, ist eigentlich doch richtig ausgedrückt. Ich war da nur erst ein wenig verwirrt, aber gut. Hat ja dann doch noch funktioniert. So, Pinzette für dich. Du kommst hier hin. So, dann komme ich nochmal zu dir. Dann bekommst du das hier. Ich muss nur darauf achten, keinen Fehler zu machen, nicht irgendwie aus Versehen was doppelt nehmen oder so. Das wäre echt nicht schön. So, du setzt dich jetzt dahin. Davon haben wir vier. Davon haben wir auch vier. Das ist super. Also, hier muss ich ziehen, darf ich nicht vergessen. Du setzt dich hier hin und du setzt dich hier hin. Ihr könnt ja stehen bleiben. Ihr habt ja noch die goldenen Herzen. So, einmal Spritze für dich, mein Lieber. Dann nochmal Spritze für dich. Dich schicke ich hier hin. Dann behandle ich dich. Und dann komme ich zu dir. Ja. Da musste ich doch jetzt genau die richtigen Teströhrchen finden. Dann kümmere ich mich um dich. Und dann kommst du hier hin. Dann seid ihr dazu fünft. Ich mache erstmal das hier, auch wenn das jetzt ein bisschen dauert. Aber okay. Dann werden wir bei ihm jetzt die schnelle Behandlung nicht hinbekommen. Aber ich denke, das macht nichts. Auch für die Punktzahl müsste das okay sein. So, dann setzt du dich hier oben hin. Da kommt schon die nächste. Ich komme zu dir. Ich setze dich hier unten hin. So, dann bringe ich dir erstmal das. Oh, er hat jetzt keine goldenen Herzen. Na, schade. Und sie bekommt... Nee, sie bekommt keine Behandlung mehr. Wisst ihr was? Dann kassieren wir einfach schon mal. Dann sollte das passen. So, 20 Punkte noch. Sollte hoffentlich kein Problem sein. Du gehst dahin. Boah, der arme Connor, wirklich. Ey, der tut mir gerade zu leid. Aber echt, wie locker sie das nimmt, ne? Ich weiß ja nicht. Aber gut, sonst wäre ja auch keine Dramatik da, ne? Wenn sie das Ganze jetzt direkt und sofort irgendwie aufklären würde und sagen würde, hey, lass uns doch bitte nochmal reden, dann wäre ja die ganze Dramatik weg. Und das soll natürlich nicht passieren. So, du gehst auch da oben hin mit goldenen Herzen und du bist noch nicht der Letzte. Ach so, dahin. Ja, kommst bitte. Ja, hier hin. Was möchtest du, mein Lieber? Du möchtest einmal das hier. Was auch immer das ist, irgendeine Probe auf einem, ja, keine Ahnung. So, du gehst hier hin, du gehst dahin, dann komme ich erstmal zu dir und muss da wieder ein bisschen was befüllen. So, zack und zack und zack und zack. Jo. Und dann komme ich zu dir, Allergietest machen. Oh, dann gehe ich gleich nochmal zu dir. So, was haben wir? Wir haben Bäume und wir haben Milch. Und dann komme ich zu dir
und dann komme ich... Oh, ja, Quatsch. Ich vergesse das mit dem Ziehen immer. Mann. Aber wir haben es doch gepackt hier mit der schnellen Behandlung. Super. So, dann mit abkassiert. Und wir haben Level 17 auch geschafft. Juhu. Sehr schön. Ja. Hat dann nach mehreren Anfängen doch noch geklappt. Oh, sind wir echt bei ihr zu Hause? Wow, Ruth, das ist ja ein richtiger Palast. Das Krankenhaus muss dir ein fürstliches Gehalt zahlen. Noch nicht einmal annähernd genug, wenn man bedenkt, was wir da täglich mitmachen. Das Essen wird kalt, wir sollten später weiterreden. Und jetzt steckte ich Quinns Pillen einfach in diese schwer zu öffnenden Tablettenhalter. Danke, Ruth. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so viel Spaß hatte. Oh, nein, nein, nein. Gäste müssen hier nicht abräumen. Oh. Hast du etwas fallen gelassen, Lieb? Ruth, das sind Räumungsbescheide. Und in diesem Schreiben geht es um eine psychiatrische Beurteilung. Oha. Leute, was ist denn das hier für eine Folge heute? Was passiert denn hier heute alles? Ist das krass? Heute veranstaltet Emily einen Toast-Tornado. Emily, bitte nicht. Deine Prüfungen sind immer so schwer hier. So, du kommst dahin. Was müssen wir denn überhaupt tun? Was ist das hier? Ach, das ist der Toast. Alles klar. Und wo ist das Ei? Achso, das Ei ist direkt dabei. Kann ich das auf Vorrat machen? Wahrscheinlich nicht. Doch, kann ich sogar. So, du gehst dahin. Kann ich noch einen Toast auf Vorrat machen? Das ist ja richtig gut. Das ist ja richtig gut. So, du kommst hier hin. Dann kommen wir zu dir. Dann haben wir zwei davon. Oh, super. Richtig gut. So, mach nochmal einen davon und mach nochmal einen davon. Ich weiß ja nicht, was das Maximum ist. Oh, wo ist der Kuchen? Hier ist er. Können wir für dich was mitnehmen? Wir können das hier mitnehmen. Zack und zack. So, dann setzen wir dich hier vorne hin. So, dann kann ich euch mal eben kurz entlassen. Du bekommst dann dieses Ding. Oh, wie ging das nochmal? Ich glaube so, ne? Ich glaube, so ging das. Ach, die Beine habe ich jetzt stehen lassen. Ja, habe ich wieder nicht dran gedacht, aber gut. Setz dich an den Tisch. Ich mache nochmal einen Toast, wenn das funktioniert. Dann bekommst du einmal das hier. Bitte schön. Kann ich das einfach so bringen? Ja, kann ich. Davon haben wir drei. 230 Punkte. Okay, nicht wenig. So, ihr habt alle goldene Herzen. Das ist super. Dann seid ihr jetzt vier. Dann hoffe ich, dass ich da gleich eine vernünftige Fünfer-Kombo machen kann, mit denen die alle goldene Herzen haben. So, das ist für dich. Das ist für dich. Oh, Allison und Connor, ich muss euch leider an getrennte Tische setzen. Es tut mir voll leid. Ich hätte euch jetzt gerne zusammengesetzt, aber ich denke, dem Connor ist das bestimmt schon ganz recht so. So, dann welche Nachos? Einmal die blauen hier. Schaffe ich das noch mit einer schnellen Bestellung? Ja, ich glaube so gerade eben bei ihr. So, dann setzt du dich hier bitte zu Allison. Du hast goldene Herzen, du kommst dahin, du kommst den Berliner Krapfen, Pfannkuchen, Eierkuchen, wie auch immer. Und dann bekommst du den Tee und einmal den anderen Kuchen dazu. So, bitteschön, das hier ist für Allison. Ach Mist, hätte ich direkt für Connor gleichzeitig mitnehmen sollen. So, dann setzt du dich mal zu Connor, Madame. So, hat noch gepasst, ist sehr schön, dann bekommst du einmal Toast und Frühstücksei dazu. Und du kannst dich hier zu Allison setzen, obwohl die wahrscheinlich gar nicht mehr ganz so lange da sitzen wird. Genau, wusste ich doch. So, du gehst dahin, da haben wir jetzt vier und Connor ist dann Nummer 5. Dann werde ich hier mal eben abkassieren. So, mein Lieber, du kommst hier hin. Gleich mal eben kurz schauen, wie viele Punkte wir haben. Ich glaube, es sieht gut aus, oder? Oder? Ich weiß ja nicht. So, das ist erstmal für dich. Du kommst hier hin. Also zumindest hatten wir bis jetzt sehr viele goldene Herzen. Von daher müsste das doch machbar sein, oder? So, ich könnte... Nee, Toast muss ich gar nicht auffüllen. Ist schon okay so. So, du kommst hier hin. Die Nachos wollte ich mir eben auffüllen, genau. So, dann bekommst du Eiskaffee oder so. Ich weiß es nicht. Du bekommst Berliner Krapfen, Pfannkuchen, Eierkuchen. Und du setzt dich hier hin. Ihr habt auch alle goldene Herzen. Ach, fantastisch. So, Toast für dich. Toast-Tornado. So, du kommst hier hin. Dann möchtest du einmal dieses Ding. Keine Ahnung, was es sein soll. Ich weiß es nicht. Dann möchtest du einmal die blauen Nachos. Bitteschön. Dann möchtest du nochmal den Toast. Wow, hungrige Frau. Dann können wir das hier nochmal eben machen. Genau, dann bekommst du das. Und dann muss ich auch gleich kassieren. So, dich setze ich mal eben dahin. 168, 170. Oh, wow. Was geht denn jetzt ab? Dich setze ich erstmal dahin. Also, du bekommst einmal das. Das werden wir nicht schaffen mit einer schnellen Bestellung. Da war ich jetzt ein bisschen lahm. Den nehmen wir direkt mit. Ah, schade, schaffen wir bei ihr nicht. Aber trotzdem, jetzt sollten wir das hinbekommen. Dein Tablett ist voll. Ja, ja, ich hab doch alles Wichtige dabei, oder? Du kommst dahin. So, dann kassieren wir schon hier. Nee, ich glaube, wir können noch kurz warten, ne? Berliner dazu.
Ja, das kriegen wir ja trotzdem hin. Ich meine, 5 Punkte jetzt noch, ne? So, das ist für dich. Bist du auch fertig oder nein? Du da oben noch nicht? Ah, doch, besser. Juhu, geschafft. Geschafft, juhu. Weiter. So, Leute, machen wir noch ein Level in dieser Folge? Was kommt als nächstes? Level 18. Ja, wisst ihr was, das machen wir noch. Und dann schließen wir die Pathologie in der nächsten Folge ab. Erinnere dich, was an dem Tag passiert ist. Was? Mach dir keine Sorgen, das ist nicht meine psychiatrische Beurteilung. Vor circa einem Jahr traten bei meiner Mutter erste Anzeichen einer Demenz auf, ein Familienleiden, das ab einem gewissen Alter eintritt. Darum bin ich wieder in mein altes Elternhaus gezogen, um mich um sie zu kümmern. Oh Gott. Meine Mutter und ich standen uns doch nie nah, aber jetzt konnten wir endlich eine Verbindung aufbauen. Oh, wie niedlich. Durch ihre Demenz wurde sie viel sanfter und gutmütiger. Aber eines Tages habe ich mich wie jeden Morgen auf den Weg zur Arbeit gemacht. Ich war sogar ziemlich aufgeregt, denn ich konnte zum ersten Mal unseren neuen Pathologieraum ausprobieren. Oh nein. So viele neue Geräte. Ich konnte es gar nicht erwarten, sie alle zu nutzen. Oh nein, und in der Zeit ist die Mutter gestorben? Ach, da muss ich die auch da hinschicken, ne? Genauso wie hier. Da müsste ich doch auch eigentlich hinschicken. Was ist das? Machen wir das erstmal. Oh Gott, erinnere dich, was an dem Tag passiert ist. Okay. Oh Mann, oh Mann. Ja gut, aber ich denke, dass die ganze Sache dann auch mehr oder weniger Allison dazu bringen wird, sich für die Spenderniere zu entscheiden. Also beziehungsweise ne, dafür, dass sie spendet. Denke ich mir. Aber, ach Gott, ja, falsch. Ich dachte, ich muss befüllen. Ja, hat aber noch gepasst. So, Spritze für dich. Dann kommst du dahin. Dann kommst du gleich hier unten hin, genau. Dann komme ich zu dir. Ach ja, ziehen. Das vergesse ich da jedes Mal. Echt jetzt? So, Spritze für dich. Sehr schön. Dann bekommst du noch eine Behandlung und musst dahin. Kann ich in der Zwischenzeit nochmal kurz auffüllen? Sollte machbar sein, ne? So, dann komme ich zu dir. Schicke dich hier hin. Dann, ah, ich muss mich erinnern. Okay. Nee, hier, genau. In der Zwischenzeit. Kann ich das anklicken? Oder wie? Aber ich habe es richtig gemacht. Oliver? Ja gut, ich war jetzt gerade ein bisschen irritiert. Ich dachte, dass da vielleicht eine Art Zwischensequenz oder so kommt. Aber gut, also die Mutter hat, wie es aussieht, das Haus verlassen. Und ja, ich bin gespannt, was dann passiert ist. Ich kenne aus dem entfernten Bekanntenkreis eine ganz ähnliche Geschichte, auch ganz schlimm. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt, was da gleich rauskommt und dann kann ich das einmal erzählen. So, jetzt aber erstmal hier ein bisschen Konzentration. Ich habe das Gefühl, ich entlasse dich mal eben. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade ein bisschen lahm hier in Alben. Und warum muss ich mich so selten erinnern? Warum kommt da jetzt nichts? So, Nummer 1, Nummer 2 ist da oben. Sehr schön. So, dann komme ich zu dir. Jetzt so langsam könnte da oben noch mal wieder was passieren, oder? Das ist erstmal für dich, du bist jetzt fertig. Keine goldenen Herzen? Oh Mist, so was brauchst du? Du brauchst das hier. Habe ich das jetzt vorhin schon einmal verpasst? Das wäre ja tragisch. So, du gehst dahin, dann kommst du auf den Stuhl. Habe ich das echt schon? Ah, jetzt, okay, geh mal bitte da oben hin. Nein! Oh ja, es ist auf die Straße gelaufen, hat gesucht, okay. Ja, ziehen nicht vergessen. Oh Leute, kriege ich das hin? Ich habe gerade das Gefühl, ich bin irgendwie ein bisschen überfordert, aber okay. Hier und hier und hier und hier. Okay, mittlerweile klappt das ja ganz gut. So, dann setze dich da unten hin. Das haben wir soweit aufgefüllt. Das ist schon mal gut. Dann komme ich zu dir. Und dreimal, ach ja, klar. Dreimal muss ich mich jetzt noch erinnern. Hälfte der Zeit habe ich schon rum. Da muss ich jetzt gut aufpassen, dass ich das nicht übersehe. So, dann bekommst du einmal das Wattestäbchen, gehst danach hier hin und was möchtest du? Was kann ich für dich tun? Einmal das hier. Okay, und dann muss ich gleich darauf achten, dass ich wirklich auf das Bild klicke und nicht so halb auf den Computer. Weil dann funktioniert das nicht, dann entlässt sie wieder alle. So, wir gehen da eben hin. Okay, sie hat sie gesucht, ne? Okay. So, dich schicke ich hier hin. So, du bist jetzt fertig, hast goldene Herzen, super. Und dann natürlich die richtigen, positiven Tests finden. So, du hast auch goldene Herzen, dann würde ich sagen, entlasse ich euch mal. Dann müsste ich doch Stern Nummer 2 jetzt zusammenbekommen, oder? Ja, super, haben wir das auf jeden Fall schon mal. 190 brauchen wir gut, ist nicht wenig, aber
Hm, wir gucken mal. So, dann setz dich unten hin. Das könnte ich gleich mal wieder auffüllen. Jetzt machen wir aber erstmal den Allergietest. Und du bist allergisch gegen, ja, was auch immer. Und Fisch, Krabbeltiere, ich weiß es nicht. So, du setz dich hier unten hin. Ich glaube, ich bin ein bisschen schneller bei dir, ne? Dann, oh Gott. Ja, super. Ja, Manu, schaffen wir es bei ihr nicht. Ich glaube nicht. Fluss, beeil dich. Lauf schneller. Lauf schneller. Hat, glaube ich, nicht mehr so funktioniert, ne? Nein, schade. Aber gut. So, mehr Patienten bitte. Jetzt muss ich mich hier erstmal erinnern. Ach, sie hat dann einfach ein anderes Kind mitgenommen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, die Story, die ich kenne, also wie gesagt, entfernte Bekannte, jetzt nichts irgendwie in der Familie oder so, auch super schlimm. Der Mann, also ein älterer Mann, war auch schon dement und ist immer spazieren gegangen. Also soweit ich weiß, Leute, die dement sind, die machen das wohl häufiger, irgendwie so spazieren gehen oder sich irgendwie, ne, wisst ihr, ich weiß nicht genau warum und wieso. Auf jeden Fall ist der wohl auch immer eine Strecke spazieren gegangen und kam halt auch immer wieder. Und irgendwann, was mache ich hier? Irgendwann hat er das auch abends gemacht und das war im Winter. Ja, und ist spazieren gegangen und kam halt einfach nicht wieder. Und der ist tatsächlich, weil er wusste nicht mehr, was er tut, er wusste nicht mehr, wo er hin muss. Und ja, sie hat das andere Kind mit nach Hause genommen. Und ja, dann ist er tatsächlich im Winter am Straßenrand fast schon erfroren. Und das war, wow, richtig krass, weil er kam einfach nicht mehr nach Hause, er wusste nicht, was Sache ist und die Familie hat ihn irgendwie gesucht und ist die Strecke abgefahren, wo er immer lang gelaufen ist, aber aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht warum, haben die den nicht gefunden und ja, das war nicht so schön, aber gut. So, ich glaube, wir haben heute mächtig überzogen in dieser Folge, kann das sein? Habe ich so das Gefühl? Und ich sage Ihnen, Wachmeister, das ist meine Tochter Ruth. Ruth, sag ihm, dass du das bist, okay? Mama, was ist hier passiert? Diese Frau hat meine Tochter gekidnappt, das ist passiert. Mama. Diese Frau ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Und aus diesem Grund wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung verlegt. Das ist ja furchtbar. Das steht mir vielleicht jetzt nicht zu, aber das ist der Grund, warum ich mich so um dich und deine Mutter sorge. Du weißt nie, wie viel Zeit ihr beide noch zusammen habt. Wäre es okay, wenn wir über etwas anderes sprechen würden? Natürlich, Liebes. Oh Mann, Leute, wirklich, was für eine Folge. Ist das krass. Gut. Ich würde aber sagen, das war's jetzt. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!